Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, ich dachte diesen Freitag, nachdem ich euch jetzt am Mittwoch von meiner Pubertät erzählt habe, dass die jetzt am Aufkommen ist und ich davon echt genervt bin, dachte ich, ich erzähle euch heute am Freitag etwas über das Thema, wo ich mir lange Gedanken gemacht habe, aber ich habe vor kurzem etwas gehört und habe dann Reaktionen dazu gelesen und war dann etwas schockiert. Gut, ich fange an. Also vor kurzem habe ich gelesen, durch Zufall, dass es jetzt wohl beim nächsten Mac OS oder bei irgendeinem Betriebssystem, also ich weiß jetzt nicht, ob es Apple ist oder ob es irgendwas ist, oder ob es Windows war, aber auf jeden Fall ist irgendwo bei einem Update von einem Computer-Ding, eine neue Funktion aufkommt, nämlich, dass man die Daten direkt auf die Cloud laden kann und dass Gesichter auf Bildern erkannt werden und danach sortiert wird. Und ja, ich muss zugeben, als ich das so im ersten Moment gelesen habe, habe ich mir gedacht, tolle, das ist eine neue Funktion. Und schau mal was Neues zu probieren. Als ich dann aber drüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, im Prinzip, wenn du das machst, ist ja dann dein Gesicht irgendwo gespeichert. Du hast dann, weil das kann ja nicht sortieren nach dem Motto, ich sehe das Bild und nehme die Farben oder irgend sowas. Also muss irgendwo dein Gesicht dann gespeichert sein. Und dann ist dein Gesicht irgendwo, wo du nicht die Oberhand drüber hast oder die Entscheidungsvollmacht. Und da in diesem Zusammenhang ist mir dann wieder was eingefallen, nämlich, dass ich doch mal mit euch über das Thema Datensicherung reden möchte. Und jetzt fange ich auch an. Nämlich damit, ich persönlich verfahre immer nach dem Prinzip, das habe ich irgendwo mal gehört und das hat sich mir so im Kopf geprägt, weil davor war ich glaube auch nicht unbedingt so jemand, der unbedingt immer auf seine Daten geachtet hat, aber ich habe dann gehört, dass einer gesagt hat, ja, also, wenn du, sagen wir mal, jemandem auf der Straße begegnest, irgendwem, einem komplett Fremden und der dir diese Anfrage zuschickt, würdest du ihm die dann geben? Und in dem Moment, wo der das so gesagt hat, habe ich dann so nachgedacht, würde ich jetzt jemanden, der fremd ist, der irgendwie, den ich überhaupt nicht kenne, meine Daten, zum Beispiel meine Kontodaten geben? Würde ich dem die Infos geben, wo ich wohne? Oder würde ich dem auch nur erzählen, wo ich ungefähr wohne? Würde ich dem Fotos zeigen von meinem Haus oder von meinen Freunden? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Und das hat mich damals so erschreckt und so schockiert, weil ich da davor habe ich nie drüber nachgedacht, wie unsicher man eigentlich mit den Daten im Internet umgeht. Und wie viel man dabei auch riskiert, dass man, sagen wir mal, es so ist, dass man dann plötzlich die ganzen Infos, die dich betreffen, dein ganzes Privatleben, dein ganzes persönliches Ich, irgendwie für jeden offensichtlich und, entschuldigt, und vor allem offen zugänglich ist. Und dass da jeder theoretisch deine Kontodaten abrufen kann, dass da jeder jetzt, also wo ich mir dann natürlich auch immer die Frage gestellt habe, sehr verschwörungstheoretikermäßig, aber dennoch, ich komme halt nicht drum rum, mich das zu fragen. Können die dann auch wie weit haben die Zugriff auf dein Konto? Können die dann nur Dinge abbuchen oder können sie dann auch sehen, was ich zuletzt abgebucht habe? Und dann auch sowas, das ist die einzige Sache, die mich so ein bisschen immer an Amazon stört, ist, dass du da ja immer so eine Kaufchronik hast, wenn du so willst, wenn du das richtig machst. Oder also wenn du da diese Sachen bestellst. Und das hat mich so ein bisschen stört mich immer noch, dass ich jetzt alles, was ich je gekauft habe bei Amazon, irgendwie in dieser Chronik drin habe. Und wenn ich dann irgendwann mal, sagen wir mal, meinen Amazon-Zugangscode verliere, dann jeder wissen kann, was ich da theoretisch je gekauft habe. Oder wenn es gehackt wird oder irgendwas, weil ich meine, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass man hört, dass irgendwo irgendwelche großen Internetseiten gehackt werden und
sich irgendwelche Fremde darauf Zugriff erlauben. Was mich auch eher, als ich dann mich mit dem Thema jetzt etwas mehr beschäftigt hat, was mich dann auch echt schockiert hat, war, dass ich irgendwo gelesen habe, dass ja dann auch Daten verkauft werden, um wieder spezielle Werbung zu schalten, die auf dich zutrifft. Und es ist mir jetzt die letzten Tage, habe ich da mal drauf geachtet und habe meine Werbung ganz genau angeschaut. Und ich habe tatsächlich tendenziell sehr viel Werbung für Stofftiere oder für DVDs oder für Fußballsachen oder für Musikstücke oder für Artikel für Kaninchen, auch ganz faszinierend. Und dann bin ich dann schon so in diesen Gedankengang gekommen, wie weit bin ich eigentlich noch kein gläserner Mensch? Wie weit bin ich noch nicht so weit, dass man alles über mich wissen kann, indem man einfach bloß ein paar Tasten klickt? Oder sowas wie, ja, ich bin ja eigentlich der totale Verfechter für Bargeld, weil ich bin jemand, ich brauche das Geld in der Hand, um ein Gefühl dafür auch zu entwickeln und auch zu wissen, wie es ist. Und deswegen ist ja auch für mich so Internet einkaufen im Prinzip nie etwas gewesen. Ich bin auch jemand, ich mache da eher nicht zur Buchhaltung, ich gebe es zu. Ich bin dann jemand, ich denke mir, naja, sei es drum. Und was mir natürlich dann sehr viel Sicherheit gibt, ist, wie ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, die Prepaid-Karte, die Prepaid-Mastercard, weil da kannst du ja immer genau das, was du brauchst, draufladen und dann kann niemand dir irgendwie was abziehen oder so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mit einem stinknormalen Konto da dran gehen und ich kenne mich, ich bin da so eine totale, naja, sei es halt drum oder ach, Buchhaltung muss doch nicht. Und dann würde ich da jedes Mal riskieren, dass irgendwie mir mein ganzes Guthaben abgezogen wird, dass alles, was ich brauche, weg ist. Oder dass alle Zugriff auf mein Konto haben. Und irgendwie, ja, der Gedanke ist schon gruselig. Weil ich finde es einfach so unglaublich gruselig, diese Anfänge, die man jetzt schon so sieht. Sowas wie auf dich speziell programmierte Werbung. Sowas wie, ja, dass du Angebote, also E-Mail-Angebote, zum Beispiel also von Amazon kriegst, die dir dann sagen, was dir gefallen könnte. Und zwar auf Basis dessen, was du schon vor ein paar Monaten gesucht hast. Oder sowas wie, dass du ja auch schon online Kaufberatungen haben kannst. Also, ich habe jetzt mich ja vor kurzem für einen Computer entschieden und der ist jetzt auch bestellt. Aber bevor ich den gekauft habe, bin ich auf die von dieser Firma zuständige Seite gegangen und wollte mir einfach ein paar Infos holen und habe dann eben mir so infotechnisch habe ich dann eben, es war um 3 Uhr nachts und ich habe gedacht, ja, jetzt anrufen geht nicht mehr, da ist jetzt niemand mehr. Und dann habe ich gesehen, ah, da gibt es diese Möglichkeit mit zu chatten und habe gedacht, naja, vielleicht ist dann doch ja noch nur jemand da. Und habe dann geschrieben und habe meine Fragen geschrieben und als ich dann weitergeschrieben habe ich dann irgendwann bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, du Mama, ich glaube, da stimmt was nicht. Weil die Antworten von dieser Seite, die sind so komisch. Also der mit mir da schreibt, der reagiert ganz komisch. Also, und das war ja echt schon mal ein Wunder. Wenn es ein Asperger merkt, dann ist es also dann ist bei mir gefühlt immer wie eine Leuchtreklame, weil ich merke solche Sachen sehr spät. Und ja, dann habe ich meine Mutter gefragt und die hat dann das sich angeguckt und hat so gesagt, ja, ist ja kein Wunder, mein Kind, du sprichst da gerade mit dem Computer. Und das war dann sowas, wo ich mir dann ehrlich gedacht habe, der Computer hat mir ja, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn meine Mutter nicht so Kleinigkeiten bemerkt hätte. Und ja, es war einfach total komisch, weil, also laut der Aussage der Seite, hatte ich erst ein Gespräch mit einer Elsa und danach mit einer Marie. Aber die Antworten, die ich Elsa gegeben habe, also jemand, eine Person, die ich dachte,
Auf die hat Marie dann wiederum geantwortet und allein daran hätte ich es merken sollen, hab's aber nicht. Gut. Ja, also ich für meinen Teil, ich bin jemand, ich plädiere immer auf den Satz, hört auf den Satz, wenn ihr irgendwo hingeht und im Internet etwas tut, dann stellt euch immer erstmal folgende Frage, wenn das jetzt eine Person auf der Straße wäre, eine mir wildfremde, würde ich dann dieser Person diese Info geben oder eher nicht? Und wenn es dann sowas ist wie mit Banking und so, Online-Banking bin ich auch kein Fan von, ganz ehrlich, weil ich traue der ganzen Sache gar nicht. Und ja, ich würde dann euch einfach empfehlen, egal wie, hört dann am Ende immer, stellt euch diese Frage, wenn ihr dann ein flaues Gefühl im Magen, in der Magengegend habt, dann lasst es besser sein, weil nicht, dass ihr am Ende irgendwelche Schwierigkeiten habt, die ihr gar nicht haben wollt oder die ihr haben müsstet. Gut, das zu dem Thema. Ich hoffe ja, dass wir uns am Mittwoch wiedersehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe natürlich, dass die EM-Spiele für die Teams alle schön sind und dass natürlich die EM-Spiele auch alle friedfertig sind, weil die Geschichte da mit der Geschichte mit Russland und England, das fand ich ja schon etwas schade, einfach sich so zu streiten bei so einem Fest, wo es eigentlich ums Zusammensein geht und um Spaß und um Freude und vielleicht auch hier und da für manche Leute um Ablenkung. Und ja, das fand ich einfach ein bisschen schade, weil ich bin einfach der Ansicht, Sport und Randale haben nichts miteinander zu tun. Aber ich hoffe einfach, dass die nächsten Spiele alle friedfertig sind und wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr mir irgendwas zu diesem Thema, zum Online oder zur Datensicherung oder Daten, ja, diese Datensachen sagen wollt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Wort hieß, Entschuldigung, ich habe gerade vorhin den Hänger, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook unter dem Namen Ella Bella Flor. Oder schreibt mir einfach gerne auch eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis Mittwoch. Tschüss.